Zwei Ligasiege am Stück gab es in dieser Saison noch nie für den FSV Zwickau. Wenn es heute klappen würde, wäre das so wichtig, denn gestern hat die Konkurrenz ja vorgelegt. Ronny Thielemann hatte wenig Zeit zur Vorbereitung auf diese Partie. Regeneration stand vor allem im Mittelpunkt und richten sollen es heute diese 11 Männer. Es gibt 5 Veränderungen gegenüber dem Spiel gegen Dynamo Dresden im Landespokal. Frick kehrt in die Abwehr zurück, Carrera erstmal auf der Bank. Im Mittelfeld spielen Vogt und Jansen. Schneider darf wie gegen Dresden von Beginn an ran. Und vorn vertraut Ronny Thielemann wieder auf Baumann und Gomez, die gegen Dynamo ebenfalls eine Pause erhalten haben. Lautstarke Unterstützung auch von den Fans, die ja zahlreich angereist sind. Rein in die Partie. Spielaufbau und da gibt es den ersten Fehler von Wiesbaden. Aber sie können es erstmal reparieren. Das ist Hollerbach, der beste Torschütze in Liga 3. Schickt Kians Froes und Brünkis. Sehr aufmerksam und wichtig, dass er da dazwischen geht. Johannes Brünkis, Führungspersönlichkeit beim FSV. Und Froes mit der guten Hereingabe. Erste Annäherung von Wien Wiesbaden. Das ist Jakobsen, der ist nach Gelbsperre zurück im defensiven Mittelfeld. Carstens, schon wieder so ein schludriger Ball, genau für Schneider. Jetzt mal ein gutes Umschaltspiel. Schneider behauptet den Ball. Das ist Joan Gomez, braucht Unterstützung. Und da kommt sie, Butzen, aufgerückt, der Außenverteidiger. Butzen, wieder Gomez. Situation geht aber weiter. Schneider, Vogt, schaut. Und dann ist es Rheintaler vor Patrick Göbel. Markus Kauzinski hat sein Team zu einem Aufstiegskandidaten geformt. 53 Punkte bereits, 2 mehr als in der gesamten letzten Saison. Viertelstunde gespielt, Partie hat wieder an Tempo verloren. Der FSV im Spielaufbau. Leicht gestört, Schneider verliert den Ball. Gegen Carstens, kein Foul, auch wenn er leicht reklamiert. Das ist Hollerbach. Hollerbach und dann ganz schludrig von Davy Frick. Situation immer noch nicht geklärt. Hollerbach, Brinkis und nochmal Brinkis mit breiter Brust. 14 Saisontore für Hollerbach, aber Frick macht den hier unnötig scharf. 391. Spiel, das kann er viel besser. Und dann verteidigen sie nicht konsequent genug. Aber Brinkis, der ist hellwach. 22. Minute. Zwickau hält aber gut dagegen und auch gut mit. Das ist Vogt und Baumann. Dominik Baumann. 7 Saisontore bislang. Ebenfalls absoluter Führungsspieler. Dann Ecke. Zwickau. Und dann wird's wild. Baumann und Gürleyen mit dem Kopf da am langen Pfosten. Ganz entscheidend, dass er da dazwischen geht. Sonst wäre das die Führung gewesen für den FSV. Dann Einwurf. 26. Minute. Zwickau aggressiv. Bleibt dran. Butzen. Und da ist Baumann. Führung Zwickau, 1-0. Das 8. Saisontor von Dominik Baumann. Letzte Saison 11. Und auch in dieser Spielzeit ist er wieder gut für einen zweistelligen Wert. Und jeder will hier gratulieren. Klasse die Vorarbeit von Butzen. Seine erste Torbeteiligung im Trikot des FSV. Und Baumann dann unnachahmlich schleicht sich im Rücken von Gürleyen perfekt in Position. Und Lüska hat keine Abwehrchance. Und was ist das für ein Gefühl für die Zwickauer? Es ist erst die 11. Führung in dieser Saison. Und noch hat sie Bestand. Klasse von Baumann. Schneider, viel Tempo. Sie halten jetzt die Geschwindigkeit hoch. Gomez gegen Gürleyenfeld. Aber kein Elfmeter.
Und die Entscheidung ist korrekt. Keine Berührung von Gürleyen. Gut gesehen vom Schiedsrichter. Die Partie inzwischen rasant. 31. Minute. Mockenhaupt. Durchs Zentrum geht's. Über Froese. Und das ist Hollerbach. Dusel für Zwickau. Alle waren sie geschlagen. Nur noch der Pfosten rettet am Ende. 33. Minute. Rheintaler klärt für Maximilian Jansen. 2-0 Zwickau. Zweites Saisontor von Jansen. Volles Risiko, volles Glück, trifft den natürlich perfekt. Ein wunderschönes Tor aus wirklich allen Perspektiven. Maximilian Jansen. 35. Minute. Wiesbaden will sofort antworten. Beschleunigt sofort das Spiel. Und Zwickau hat Probleme. Froese durchgebrochen. Hollerbach im Fallen. Und er sieht Wurz. Und Brinkies sieht zum Glück den Ball. Super Reaktion. Fährt da blitzschnell die Hände hoch. Die Vorlage kam von Davy Frick. Am Ende feiert er die Rettungsaktion seines Kapitäns. Dann Ecke. Carstens genau für Hollerbach. Aber wie schwer das ist, wir haben es gerade gesehen, paar Minuten vorher, aus so einer Situation zu treffen, kann nicht jeder. Zwickau hat sich inzwischen gut eingestellt auf das Angriffsspiel. Carstens. Und trotzdem rutscht mal einer durch. Hollerbach. 5 cm kleiner als Gegenspieler Löhmanns Röben. Aber bei ihm stimmt eben das Timing. 45. Minute. Noch keine Halbzeit. Geht weiter. Hin und her. Yannick Vogt. Baumann. Und dann ist es soweit. Halbzeit. Er mit dem wichtigen 1:0 für den FSV. 2 Tore, hast du die gesehen? Zweite Halbzeit. Wiesbaden hat gewechselt. Ayerdale und Mrowca drin in der Partie. Und sie beginnen stürmisch. Zwickau kommt in keinen Zweikampf. Brooklyn Essay. Brooklyn Essay artistisch für Fechner. Ayerdale. Drin! Der Anschluss! 1:17 nach Wiederanpfiff. Sie können erst die Flanke nicht verhindern. Dann legt Löhmanns Röben unglücklich auf. Ayerdale trifft den überhaupt nicht richtig, aber der eiert irgendwie rein, dieser Ball. Wiesbaden ist zurück. Und sie erhöhen weiter den Druck. Hollerbach, überall zu finden. Benedikt Hollerbach. Und dann gibt es einen Freistoß nach einem Handspiel von Jansen. Aber die Entscheidung ist falsch. Der Arm von Jansen klar angelegt. Brooklyn, bumm! Zweites Mal Alu-Glück für Zwickau. Wurz mit der Ecke, 53. Minute. Kopfballverlängerung, Ausgleich durch Max Rheintaler, den Ex-Zwickauer. Er lässt seinen Jubel raus. Drittes Saisontor, letzte Saison. 1 für Zwickau. Sie haben die Lufthoheit. Insgesamt ja auch mit klaren Größenvorteilen, die Wiesbadener. Und das nutzen sie aus. Aber Zwickau ist nicht betäubt. Ball kommt zweimal irgendwie zu Jan-Marc Schneider, Lüsker. Sehr gut aus Sicht des FSV, dass sie da sofort antworten und kleine Ausrufezeichen setzen.
59. Minute. Vogts mit viel Platz auf links. Insgesamt starkes Spiel. Immer Startelf. Unter Thielemann. Baumann! 3:2 für Zwickau. Zweites Tor von Dominik Baumann. Wunderschön die Flanke von Vogt. Aber es ist klar abseits. Baumann im Abseits. Das Schiedsrichtergespann hat es nicht gesehen. Und so Glück zum wiederholten Male für die Westsachsen. Wie reagiert Wiesbaden? Sie haben ihre Comeback-Qualitäten unterstrichen. Nach einem 0-2 in 7 Minuten ein 2-2 gemacht. Wurz! Das dritte Mal Aluminium. Irgendwann ist das Glück aufgebraucht. Johannes Wurz, 148 Zweitligaspieler. Weiter geht's mit Wiesbaden. Fechner gegen Butzen, der versucht ihn zu stellen. Fechner. Mrowca. Und dann rutscht der Ball durch, aber Brinkis ist da. Johannes Wurz, sehr auffällig im Offensivspiel der Wiesbadener. . 73. Minute. Zwickau kommt in dieser Phase kaum noch hinten raus. Und auch die zweiten Bälle gehen an Wiesbaden. Hollerbach, klasse. Fechner freigespielt. Kein Handspiel von Ziegele. Und das ist der Ausgleich. Johannes Wurz im dritten Versuch klappt's. Der Ausgleich ist verdient. Johannes Wurz. Heute Geburtstermin seines Kindes. Er ist in Gedanken immer bei seiner Frau, hat aber immer noch Zeit, hier den Ausgleich zu erzielen, weil sie ihn einfach frei stehen lassen. . 83. Minute. Zwickau versucht es wieder über die linke Seite. Das ist aber zu optimistisch. Gegen zwei Hessen. Mockenhaupt. Super Ball für Hollerbach. Das sind seine Situationen. Brinkis. Stark die Fußparade. Hält das Unentschieden. Für sein Team. Überfallartig kommen sie da nach vorne. Und dieses Tempo von Hollerbach, das macht ihn so interessant. Düsseldorf, der Zweitligist, will ihn haben. 89. Minute. Zwickau schleppt sich, zittert sich irgendwie dem Spielende entgegen. Das ist Brooklyn Essay gegen den Eingewechselten von Schröter. Essay! Ist das der K.O. für Zwickau? Ein Traumtor, ein Kunstwerk von Schröter. Rutscht leicht weg, aber trotzdem muss er die Innenbahn irgendwie schließen, denn nur da kann Essay vorbei. Ganz bitter für Zwickau. Kurz vor Schluss die Führung für Wiesbaden. Aber Zwickau will den Ausgleich. Nur reicht die Kraft. Einfach nach vorn jetzt. Aber sie haben eben nicht die Lufthoheit. Wieder ein verlorenes Kopfballduell. Die zweite Welle. Löhmanns Röben. Wieder verlieren sie den Luftzweikampf. Der Ball muss irgendwie runter. Ziegele setzt Hollerbach unter Druck. Hollerbach. Zwickau kommt nicht mehr an den Ball. Wiesbaden, klasse. Ruhig, nimmt immer wieder Tempo raus mit präzisem Passspiel. Und dann ist Schluss. Zwickau verliert, trotz zweimaliger Führung am Ende, unglücklich, aber verdient mit 3:4 gegen Wiesbaden. Stefan Kiske mit den Stimmen zur Show. Ronny Thielemann,
3:4 hier beim Wien Wiesbaden. Eigentlich kann man ihrer Mannschaft ja nicht viel vorwerfen. Sie hat sehr gut gespielt, auch in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit gut zurückgekommen. Zweimal geführt und trotzdem verloren. Ihre Kurzanalyse nach dem Spiel. Ja, dass wir schon auch alles versucht haben, um heute auch hier was mitzunehmen. Das war ganz klar das Ziel. Und letztlich muss man aber sagen, konnten wir dann der Körperlichkeit bei den hohen Bällen dann nicht so viel entgegensetzen, dass wir eben alles wegverteidigen konnten. Und das hätten wir die Flanken vorher verteidigen müssen. Und dann war es natürlich schon schwierig, weil da Wien Wiesbaden auch eine sehr hohe Qualität hat. War ein absolutes Spektakel heute, glaube ich. Wir wussten, dass Zwickau hier alles reinwerfen wird, dass es ein extremer Kampf wird, auch bei Dauerregen. Aber dass man dann mit 2-0 in Rückstand in die Halbzeit geht, war natürlich schon extrem bitter. Das 1:0 von Dominik Baumann nach starker Vorarbeit von Nils Butzen und das 2:0 von Jansen. Zwei tolle Tore am Ende ohne Wert. Das 1:0 aus Ihrer Sicht und das 2:0, wie das gefallen ist, was waren denn sozusagen die Gründe bzw. die Stärken, die man dann auch bei diesen Toren gesehen hat? Ja, gerade auch bei dem 1:0 war es eben ganz klar, dass wir eben nach der Standardsituation halt drin geblieben sind und dann eben noch über die zweite Welle dann reingekommen sind. Und so war es eben auch bei dem zweiten Tor, ein abgewehrter Ball dann, und den hat Maxi gut getroffen und das war gut. Aber letztlich können wir uns leider nichts dafür kaufen, weil wir keine Punkte mitgenommen haben. Welche Aspekte geben Ihnen Mut oder Hoffnung, dass es in den nächsten Spielen besser wird? Natürlich haben wir jetzt 3 Tore auswärts geschossen, das ist schon mal sehr gut. Wir müssen einfach weiter dranbleiben. Die Mannschaft lebt, die Fans sind für uns da und das sieht man Woche für Woche. Wir hauen alles rein und das Momentum muss einfach wieder auf unsere Seite kippen. Heute ist uns das leider nicht gelungen, aber wir tun alles dafür, dass das wieder gelingt. Zwickau verliert nach großem Kampf. Die Westsachsen bleiben damit zum 18. Mal in dieser Saison in der Tabelle unter dem Strich. In der letzten Spielzeit gab es das nicht einmal. Das 7. Jahr in Liga 3 für Zwickau. Es ist das Schwierigste, aber noch ist ja nichts verloren.